Why aren't you helping? This is an emergency, life or death situation that requires your help. Resetting simulation. I don't know what happened here is going on. Ich bin, was ist hier, Alter? Gott sprach, es werde Licht. Doch er fand den Schalter nicht. Gibt's denn hier? Anscheinend nicht. Ich, okay. Dann machen wir mal. Why aren't you helping? This is an emergency, life or death situation. That requires your immediate attention. Once again, this is a very serious situation. Please activate the terminal in front of you and follow the instructions. Yeah, the sampling labs. Memory access point input. Storage memory. To continue, press X to use terminal. How are you feeling today? Great? No good? Confused? Angry and confused? Uns geht's gut? Uns geht nicht so gut. Wir sind durcheinander. Wir sind, haben Angst und sind durcheinander. Wir sind ein bisschen durcheinander, würde ich sagen. Thank you for the listen. I'm going to be honest with you. There was no emergency. I was simply evaluating your ability to respond and react to a stressful situation. That's my job. I'm here to help you. So, do you really want to try this again? You've been at this for far too long. And for some reason, you seem really stressed out. Your answers from the questionnaire... well... odd. Und damit do you at least remember how this all works? Damit herzlich willkommen zu Assemblance. Einem neuen kleinen Mini-Let's Play, glaube ich, wird's. Weil ich glaube, es wird nicht so lange gehen. Ein Mini... Horror-Let's Play, glaube ich, bin mir nicht so ganz sicher. Und das alleine ohne Chat und alles. Wir spielen das Assemblance, was so von den Bungie-Machern ist, übrigens. Also von den Bungie-Machern, von den Bungie-Studio. Die Leute, die Destiny und so. Ich gehe in die Dunkelheit. Ich kann in die Dunkelheit gehen, ich sehe aber nichts. Okay, Walter, als wieso geht nicht. Ich versuche das Ganze mal mit Kamera aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob das nachher funktioniert alles. Ob das auch Lippen, vor allem Lippensynchron ist. Auf jeden Fall wurden wir gerade gefragt, ob es uns gut geht, ob wir Angst haben oder so. Und ist so eine Simulation. Es ist lange her, dass wir hier waren, sagte der Computer oder keine Ahnung. Und ich schaue mich mal um ein wenig. Wir müssen mal gucken, was... Boah, das sieht schon verdammt geil aus, ne? Was ist das hier? Das ist wahrscheinlich so eine Art Simulationsraum. Mhm. Da ist irgendwie eine abgespannte Folie. Ich nehme das jetzt am Tage auf, also nicht wundern. Ja, aber ich bin voll im Spiel drin, falls ihr euch da fragt. Das kann lustig werden. Ich drücke hier mal X. Woodland Ridge, 7. April, 13.42 Uhr. Memory Index. This is all a very good sign. When you're ready, you may enter the simulation. Aha, wir können also jetzt in die Simulation reingehen. Boah, das wäre so cool. Just step inside. Ja, jetzt lass mich doch mal eben reden. Das wäre so cool, wenn das in WG halt gehen würde. Man könnte so eine Simulation gehen einfach. Und obwohl das nur ein kleines Mini-Let's Play ist, oder beziehungsweise R2,
Alter. Ach, man kann zoomen. Okay, krass. Obwohl das nur ein kleines Mini-Let's Play ist und ein simples Mini-Horror-Spiel, habe ich zwei Anmerkungen. You always respond well to that memory. It was from a better time in your life. Before the endless hours of hard work and regret that destroyed your self-worth and forced you to question all the choices you've made. But perhaps things are different now. Are you ready to continue? Yeah, ich hope you have the mental fortitude to remember what happens next. Something very meaningful had occurred. Boah, wäre das cool, wenn man da reingehen könnte und bla bla. Und es wurde mir gerade Dreieck angezeigt, deswegen. Ich fange nochmal an. Obwohl er ein simple Mini-Let's Plays, Mini-Horror-Game ist, sieht das verdammt geil aus. Wenn ich das mal so sagen darf, wie cool das bitte aussieht. Alter, wie detailliert. Und, ja, es ist wohl irgendwie so ein Horrorspiel. Ich habe aber auch keine Ahnung, was uns erwartet. Ich weiß es nicht. Und, oh, das ist so schön. Oh mein Gott, das ist ein Traum. Und was sich da. Ein Schmetterling. Ah, wie schön. Und das ist nur eine Simulation mit einem PNG im Hintergrund, okay. Okay, aber trotzdem ist es irgendwie... Hä? Was ist denn hier? Ach, krass. Ach, man kann so nicht aus der Simulation raus. Man muss halt diesen Dreieck drücken, um aus der Simulation auszutreten. Ach, krass, kann ich denn auch rennen? Ah, ich kann ein bisschen schneller gehen, glaube ich, ne? Ja, ich kann ein bisschen schneller laufen. Hiermit kann ich zoomen. Okay. Man kann hier zum Schmetterling gehen. Kann ich irgendwas machen? Ich kann mir den angucken. Okay. Aber ansonsten... Ich würde sagen, wir gehen mal zurück. Schauen mal... Ich glaube, das spielt sich auch nur hier ab, die ganze Zeit, das Spiel. Ich bin gespannt, was uns noch so erwartet. So. Assemblance Office, 18. April, 23.59 Uhr. Your office. You were always there. Late at night. Late at night. Okay, unser Office. Wir sind eigentlich immer hier. Und obwohl das nur ein dämliches Office ist, es ist sehr beklemmend, muss ich sagen. So, was haben wir hier? Assemblance Labs, May 558F, Subject 1, Case 3, okay. Irgendwelche Zeichnungen, Errorcode, Anomalie-Subjekt, da wurde irgendwas geforscht anscheinend. Irgendwas, was rauscht? Ach, der Ventilator, uah, Alter. Okay, ich kann hier nichts, kann ich irgendwas hier machen? Sag mal hier. Sind wir das? Assemblance Lab System Design Quality Assurance. Assurance. Aha, okay. Ed Blekovich und Lloyd Baker. Oder Barker. Barker. Und hier haben wir ein Look Closer. Remember when she was a blue butterfly. Ich habe mich nicht erschrocken. Was, wir sollen uns daran erinnern, wie sie den blauen Schmetterling gesehen hat? Ist sie das da unten auf den Bildern? Time Elapsed, steht hier irgendwann, wann das versendet worden ist? Das ist Master Bulk Email Direct Send. Wie detailliert das ist, ist ja voll geil. Ja, ich kann jetzt raustreten. Sam, Casey, Alex. Carter ist durchgestrichen. Henry. Osvaldo, morgen? Osvaldo ist, glaube ich, durchstehen. Morgen. Roan und Bath Holm sind nicht durchgestrichen. Wir haben ein Telefon. Ich weiß, wir sollen Dreieck drücken. Ich möchte aber nämlich noch ein bisschen umsehen. 12.03 Uhr. Ob hier auch 12.04 Uhr wird? Wir haben ein Tonband. The hippocampus is critical only for recent memories, but not for older ones.
Over time, the hippocampus teaches the surrounding brain, the cortex, how to represent a memory. An alternative theory accounts for these discrepancies by proposing that the hippocampus selectively stores one type of memory, episodic, while the surrounding cortex stores another, semantic. And it wouldn't work well, it would be re-recording. It would be remembered, and now this is another copy. Hell is simply another copy. It's copied many times in both the hippocampus and the cortex. All of those cortical copies generate a new semantic. In theory, if you were to store these memories, it would be possible to preserve their integrity. This is, of course, assuming the memories were accurate to begin with. The hippocampus. Okay, das hängt wieder von vorne an. Ich dachte schon, okay. Ansonsten ist hier noch irgendwie... Gibt es hier irgendwo noch... Ist hier noch irgendwie... Können wir durch die Fenster gucken? Nee, ne? Okay. Hier ist irgendwie... Nee, hier ist nichts. Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Kann ich hier irgendwie... Okay. Ich glaube, wir gehen mal... You seem to be making connections to your past. I'm glad you haven't completely lost your mind. Ich habe total den Verstand verloren. Now let's continue with this train of thought and see where it takes you. Das sind Erinnerungen, weitere. Okay, wir gehen nochmal zurück daran, woran sie sich erinnert hat, an den blauen Butterfly, oder wo sie den zum ersten Mal gesehen hat. Vielleicht war das ja in diesen Wäldern hier. Man weiß es nur nicht, ob das hier war. Oh, das ist so schön. Vor allem die Musik auch. Da, der Butterfly. Kann ich da irgendwas machen? Ich kann ja auch kein X drücken oder so. I'm waiting for you. For me? What? Why aren't you helping? This is an emergency. Life or death situation that requires your immediate attention. Once again, this is a very serious situation. Please activate the terminal in front of you and follow the instructions. Ich bin ein wenig verwirrt, immer noch. Listen, I'm going to be honest with you. There was no emergency. I was simply evaluating your ability to respond and react to a stressful situation. That's my job. I'm here to help you. So where should we begin? What do you remember? To be honest, I'm a little concerned about your current mental state. Your answers from the questionnaire... well... odd. Do you at least remember how this all works? Ich kann mich erinnern, wo ich gerade war. Aber irgendwie... What the fuck? Wo war ich gerade? Ach, jetzt haben wir hier Terrence. Okay. 1. Mai, 9.17 Uhr. Does this place look familiar? Da waren wir gerade. Also irgendwie zeitsprungmäßig sind wir da hingesprungen. This is your home. Where you lived. Mein Zuhause sieht aber anders aus. With your wife? Your wife. Ich muss kurz zum Spiel noch sagen. Ich gucke mich noch mal ein bisschen um. Es soll wohl bestehen aus mehreren Serien-Episoden irgendwie das Spiel. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Es soll wohl mehrere Teile wohl geben von dieser Art von Spielen. Aber wie genau, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Genau wie Kona auch, was wir im Livestream spielen. Das ist der Schmetterling. Kann ich ihn angucken? Wir haben 9.18 Uhr. Ich glaube nicht. So, Kaffeeflecken. Und was? Hamilton and Grove? Wenn ich das richtig gelesen habe. Ein Fernseher. Mit einer Elefantenmarke. Ein Löffel. Meine Fresse, wie detailliert das hier ist. Und ein hübscher Wagen mit einem Baum.
cooles Bild. Das ist bestimmt unsere Frau. Oh, mit dem Hund. Oh, wie süß. Ah, wir können Schubladen öffnen. Ach, krass. Aber ansonsten... Achso, es wird wahrscheinlich nur was angezeigt, was wir machen können, wenn wir irgendwas drücken oder anschauen wahrscheinlich. Aber heiliger Schrussack. Oh Gott, dieser Flur. Der ist ein bisschen gruselig, obwohl er so modern aussieht. Erinnert mich ein bisschen an PT gerade. Hübsche Bilder. Hier komme ich dann mal nicht rein. Das Schlafzimmer. Oh. Alter, was für ein Riesenschlafzimmer. Und hier auch wieder ein Flatscreen von einer Elefantenmarke. Oh. Hey, me again. It's about 5:15. I just tried you at the office, but you didn't answer. Listen, you need to be careful. Your theory is based on initial assumptions that may not be accurate. You could hurt yourself. Also, we need to talk about 558F. You know, I can't just sit here and watch time go by. Get back to me. Ich habe zwei Sachen, die ich gerne fragen möchte. Die erste Frage, die ich mich stelle, ist, sind das Zeitrisse? Wenn wir immer so Schocks bekommen? Also, dass irgendwas mit der Vergangenheit nicht stimmt? Und dass wir vielleicht immer und immer wieder dasselbe erleben, weil irgendwas passiert ist? Kleines Mädchen, das aus dem Fenster guckt. Kleine Mädchen sind immer in Graus in Horrorspielen. Oder in... Das ist das ominöse PT-Loch. Aus diesem Raum mit den Augen. Da ist ein Bild von einem kleinen Jungen. Und die zweite Frage, die ich mich stelle... Hier ist alles so modern. Alles so richtig so schickimicki, modern, ne? Moderne Sachen. Oh, eine glückliche Familie. Aber wir fehlen da. Das Geräusch. Ich weiß nicht, ob man es hören kann. Ich bin mal kurz leise. Nee. Alles schickimicki hier. Neuer Flatscreen. Ne, so richtig schön Parkett, Laminat, so richtig schön gewienert. Hightech-mäßig hier alles eingerichtet. Aber der Anrufbeantworter, der ist von 1640 oder so. Warum? Das... Ja, lässt an mir zweifeln ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Das lässt mich ein bisschen zweifeln. So, wir können zurück. Ich schaue nochmal ein bisschen, ob hier nochmal irgendwas ist. Da draußen können wir nicht gucken. Ist viel zu hell. Können wir Licht ausmachen? Nö. Okay. Ich schaue trotzdem nochmal. Ah, guck mal hier. Ne, das meine ich. Aber wie gesagt, alles so... Guck in die falsche... Ich hatte vier Kameras habe ich hier stehen. Ich gucke immer in die falsche Kamera. Und hier hat wohl vor kurzem jemand was getrunken. Hier ist die Uhr. 9:22 Uhr. Hallo. Ich dachte so wie bei PT, dass die gleich umschlicht und dann kommt der Gong und dann kommt irgendwie so eine Frau. Ich gehe nochmal raus. This is all happening too fast. Not like before. We don't want you to end up like... Never mind what I said. It's important that you remain calm and follow any memory you can at this point. Ich gehe nochmal zu dem Schmetterling. Vielleicht ist der Schmetterling ja jetzt weg oder keine Ahnung. Weil wir haben ja immer... Boah, das ist so schön, wenn ihr hier reinkommt, so voll die Musik so... Das ist so geil. Da ist der Schmetterling wieder. Hier hat sich sonst nichts verändert, ne? Schmetterling! Okay. Vielleicht sollte ich nochmal ins Office gehen. Hier ist ja sonst auch nichts. Ich gehe nochmal ins Büro. Vielleicht ist irgendwie im... Always coming back to the office. So many problems you've created. If only...
So viele Probleme, die wir kreiert haben, entstanden hier im Office? Will er mich verarschen? Was heißt denn das? Haben wir hier irgendwas erfunden, was... Ich höre mir mal eben das Tonband an. The Hippocampus is critical only for recent memories, but... Ist dasselbe. Ist nichts anderes. Telefon, Laptop, alles aus. Steht immer noch Look Closer? Remember when she saw the blue butterfly? Butterfly? Butterfly Effect? Carter Henry Osborne. Morgan in the head, watch her, Sam. Okay. Da ist ja Ventilator von King, ne? Der macht einen fertig. Ist hier... Hallo? Huch, wo bin ich denn jetzt? Hallo? Hier ist... Alter, ich sehe gar nichts. Hier ist ein Raum. Oh Gott. Hier ist ein Raum, aber da ist so stockduster. What the fuck? Das Spiel ist mein fucking. Jetzt haben wir auf die Uhr geguckt. Jetzt ist auf einmal 5 Uhr morgens. 5.23 Uhr morgens. Der Laptop ist auch aus. Der Ventilator läuft immer noch. Ist hier irgendwas anderes auf jetzt? It must be possible. We can force ourselves to deliberately forget. Through EEG measurements, we should be able to capture the exact moment when the memory is inhibited. That is when the degradation is imposed. The inhibition of memory uses up after 3 hours. No, no, I respond to your actions, but your own memories will drive behavior. So, let's say, for example, you say, or if you get this something, they will do that. And, okay, ready? Sometimes I get concerned that false memories are being planted in your mind. Yep. Yep. Okay, I'll be in the back office. Yeah, I gotta figure out how to fix this problem. Wir sind jetzt in einer Vergangenheit in der Zeit gesprungen. Alter, wie gruselig. Lol. You have one new message left today at 1:21 a.m. Please go home. Where are you? Das war, glaube ich, unsere Frau. Oder unsere Freundin. Something very strange happened while you were in there. Remember when you discovered that the coefficient of the time spent remembering bad memories is directly disproportional to the time you spent regretting that time invested? Sie hat gesagt, please come home. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen mal... nach Hause. Was uns da jetzt wohl erwartet? Dann schauen wir mal. Please, don't make things worse. Boah, diese Stimme immer. Ich guck mich wieder um, vielleicht hat sich irgendwas geändert. Vor allem die Uhr ist mir so ein Suspekt, die ist überall so. Ich wollte gar nicht auf die Uhr gucken. 9 Uhr morgens ist mir lieber wie 2 Uhr nachts. Warum liegen hier Bilder rum? Bilder von kleinen Jungen. Das sind die kleinen Jungen, das sind wir, glaube ich. Kann das sein, dass unser kleiner Junge mit dem irgendwas zugestoßen ist, weil sie so am Weinen war?
Sieht so für mich danach aus? Weil das Bild hatten wir ja... Oh Gott, ist das gruselig. Eine... Na super, eine Taschenlampe. Hey! Gänsehaut garantiert. Oh Gott. Ich glaube, jetzt fängt es erst an. Gleich springt mich doch eine Alte ins Gesicht. Ich weiß es doch genau. Das Geräusch ist laut. Das Geräusch ist jetzt schon hier zu hören, was vorhin an der Tür zu hören war. Das... Hallo? Das ist sie. Das ist unsere... Access to this part of your memory is not permitted. Don't be angry. It's all part of your design. You're not ready. Trust me. Wir sind nicht bereit und diese Gedanken sind nicht mehr verfügbar. Die sind also zerstört, diese Gedanken an diesem Zeitpunkt. Also weiter näher zu ihr zu kommen und wir sind noch nicht bereit. Aber für was bereit? You're not ready. Für was? Ich gehe nochmal ins Office. Obwohl, nee, Moment. War nochmal anders. Ich gehe nochmal morgens in den... Haben wir die Taschenlampe eigentlich irgendwie? Haben wir die Taschenlampe eigentlich mitgenommen? Kann ich eigentlich... Man kann doch normalerweise eigentlich nicht aus der Vergangenheit irgendwas mitnehmen, ne? Ich gucke jetzt mal nicht auf die Uhr. Hier ist ja noch alles in Ordnung anscheinend, ne? Mich würde mal interessieren, ob ich mit der Taschenlampe aus der Vergangenheit rausgehen kann. Aber es geht ja eigentlich nicht. Man kann ja nichts aus der Vergangenheit mitnehmen, ne? Weil das ist ja... eigentlich nicht möglich. Vor allem, da ist auch ein Schussloch in der Wand. Ich verstehe den Sinn vielleicht noch nicht so ganz. Das Geräusch ist auf jeden Fall immer noch da. Das wirkt schon anders, wenn das hier hell ist, ne? Ja. Dasselbe. Hey, me again. It's about quarter after five. Ja, ja. Just try to get the office. Ist das selber? Listen. You need to be careful. Jetzt gucke ich mal eben auf die Uhr. So, jetzt haben wir die Taschenlampe. Kann ich jetzt rausgehen? Achso. Habe ich die... Wie kann ich denn... Kann ich die Taschenlampe irgendwie aktivieren? Huch, nee, ich kann zoomen. Oder aktiviert er die automatisch? Ich gehe jetzt mal hier lang, weil ich will mich gerne hier mal umsehen. Ach, Tatsache. Ach, krass. Das ist doch eigentlich technisch gar nicht möglich, oder? Eine Taschenlampe aus einer Vergangenheit mitzunehmen? Was geht dir ab? What are you doing? There's nothing back here of any interest. Ja, ja, von wegen. Ich will nur mal gucken. Lass mich doch mal gucken. Vielleicht ist hier doch irgendwas Interessantes. Aha. Please be careful. Nobody knows exactly what that control panel does. I think it's mislabeled. Man kann hier die künstliche Intelligenz ausschalten. Wir sprechen ja die ganze Zeit mit einer künstlichen Intelligenz und wir wissen ja gar nicht, was hier abgeht eigentlich auch. Und vielleicht will uns die künstliche Intelligenz ja noch irgendwas nur zeigen und man weiß es ja nicht. Aber... Nun ja. Machst du hier auch die Taschenlampe an, bitte? Bitte, ich sehe nichts. Hallo? Ah, warte mal, wir können ja eigentlich, wenn wir die Taschenlampe haben, ne? Okay, hier geht's nicht weiter. Ich drücke jetzt noch nicht den Knopf. Wir wissen auf jeden Fall, dass es ein Knopf ist. Das ist schon mal gut. Da geht es auch nirgendwo lang. Wenn wir die Taschenlampe haben, können wir doch theoretischerweise auch damit ins Office gehen, ne? Oder? Dann können wir im Office, können wir eigentlich, doch mal schauen, ob wir hinten in den Raum reinkommen. Aber wir haben ja... Ach, jetzt hat er sie schon an, die Taschenlampe. Ach, guck mal eine an. Sieht schon ganz anders aus. Aha.
Hier ist auch ein Bild von, wahrscheinlich von unserem Sohn. Terminal Input. Ach, guck mal an, hier. Das ist der Bereich, wo wir sind. Hier ist dann Emergency AI Shutdown. Das ist der Knopf, den wir gerade gefunden haben. Hier ist ein Zettel dran. Uh-huh. It has become wind after reading. Ja, mein Englisch. English is not very good. Holographic-Resonanz. Cellar, okay. Das ist auf jeden Fall... die Station, wo wir die ganze Zeit rumturnen. Hier ist auch das komische Geräusch. Ach, guck mal an. East Terrence Drive, das ist unsere Wohnung. Was macht der Umriss der Wohnung denn hier? Hier ist der Eingang. Da ist Living Room. Da ist der Balkon. Hier ist der Flur mit den drei Fenstern. Da ist Bedroom und da ist... ein Schrank oder so. Keine Ahnung, wo sie drin steht. Oder ist das ein neuer Anbau? Wäre das ein neuer Anbau? Kitchen, ja. Ich habe keine Floorplan. Aber was macht denn bitte ein Bauplan von unserer Wohnung hier bei ihm auf der Arbeit? Wollte er vielleicht... Ich habe eine ganz starke Vermutung. Ich mutmaße jetzt mal, obwohl ich noch nicht weiß, wie es ausgeht. Kann es sein, weil sie sagte, sie rief uns hier an auf dem Office. Auf dem Telefon im Office. Im Office, ja, auf dem Telefon. Und sagte, please come home, im weinenden Zustand. Und dann fanden wir nachts die Bilder von unserem Sohn. Wenn das unser Sohn ist, ich mutmaße jetzt mal. Kann es sein, dass er hier an so einer Art Assemblance, nenne ich das jetzt mal, gearbeitet hat. Wo man halt in Vergangenheiten reisen kann. Und er wollte quasi die Vergangenheit rückgängig machen, indem er seinen Sohn zurückholt, weil er den vielleicht verloren hat. Ich vermute das jetzt mal, dass es vielleicht so war oder ist, ich weiß es nicht. Und dass er mit an dieser Maschine gewirkt hat und er ist wahrscheinlich irgendwie in diese Maschine jetzt reingekommen, weil er es ausprobieren wollte. Und irgendwas ist schiefgelaufen und er lebt, durchlebt jetzt quasi immer und immer wieder dieselbe Schleife. Quasi so täglich grüßt das Murmeltier. Und, ja. Guck mal, die Mütze ist auch hier. Achso, die Mütze ist ja auf Arbeit und auch... Hier, hier kommen wir nicht durch. Okay. Okay, 5.23. Hat sich irgendwas geändert vielleicht? Hier ist auf jeden Fall ein komisches Geräusch. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hören könnt. Komisches Wabern. So Waber, 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 Waber. Wenn ich nochmal auf die Uhr gucke. Hä? Ich konnte das doch so, dass das spult. Ne? Achso, ich muss vielleicht Dings jetzt aktivieren. Es muss possible. We can force ourselves to deliberately forget. Through EEG measurements, we should be able to capture the exact moment when the memory is inhibited. That is when the degradation is imposed. The inhibition of memory eases up after a few hours. Was? Das Geräusch ist furchtbar. Oh Gott, das Geräusch. Oh Gott. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich bin überhaupt nicht sicher, was passiert. Wie gesagt, ich mutmaße das einfach mal. Und, ich glaube, wir machen mal an der Stelle, machen wir mal eine Folgenpause. Ich wollte sowieso nur mal kurz reinspielen. Und, ist sehr interessant. Ich finde es sehr, sehr geil. Ich glaube, da werden wir weiterspielen in der nächsten Folge. Ich wollte es nur mal kurz mal anspielen. Und, damit ich es noch schaffe, das heute rauszuhauen, mache ich jetzt erstmal eine Folgenpause. Oder beziehungsweise, ja. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder hier an dem
Punkt und dann schauen wir mal weiter, was hier so passiert ist und was hier noch passieren kann. Und ich bin irgendwie mindfucking-mäßig gerade nicht bei der Sache. Es sieht geil aus und es macht Spaß. Und es ist ein bisschen gruselig auch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr damit einschaltet. Ich bin raus. Ciao.